Hallo, ihr großen Leseratten und ihr kleinen Leseratten. Heute war ich an einer Grundschule, habe unter anderem zwei wunderschöne Kinderbücher vorgestellt und die Kinder, ja, haben das so toll angenommen. Ich habe ihnen unter anderem auch erzählt, was ich bei YouTube so treibe und die Kinder haben sich ein Video zu den beiden Büchern gewünscht, die ich dort präsentiert habe. Und diesem Wunsch komme ich unheimlich gerne nach. Deshalb heute mal außergewöhnlicherweise ja, ein Kinderbuch. Das Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist eine ganz schlimme Geschichte. Miesel und der Kakerlakenzauber. In diesem Buch geht es um den weisen Jungen Miesel. Er hat keine Eltern mehr und er braucht dringend ein gesetzliches Vormund. Da erbarmt sich der böse, magische, schwarze, furchteinflößende Hexer Basil. Basil nimmt den Jungen zu sich, aber nicht, weil er besonders kinderlieb ist. Nein, wo denkt ihr hin? Er hasst Kinder. Er möchte einfach nur an Miesels Kohle ran. Ja, und er ist sehr, sehr streng zu Miesel. Miesel wird da mehr oder weniger geduldet, ansonsten wird sich mit ihm nicht beschäftigt. Es gibt sämtliche Verbote, aber eine Strafe oder ein Vergehen, das darf Miesel niemals passieren. Und zwar darf er niemals oben auf dem Dachboden spielen mit der Eisenbahn vom bösen Basil. Denn dann passiert etwas ganz, ganz, ganz Furchtbares. Miesel hält es eines Tages vor Langeweile nicht mehr aus. Natürlich will er auf den Dachboden und natürlich will er mal mit einer Eisenbahn spielen. Er hat doch sonst nichts, womit er spielen kann. Also überlegt sich Miesel eine List, um den bösen Hexer aus dem Haus zu locken, geht auf den Dachboden und beginnt mit der Eisenbahn zu spielen. Doch der Hexer ist nicht dumm. Unterwegs fällt ihm ein, dass das gar nicht sein kann, was Miesel ihm da vorgeschlagen oder was Miesel ihm gesagt hat. Und er merkt, dass es sich jetzt wirklich um eine Lüge handelt, kehrt im Affenzahn nach Hause zurück und erwischt Miesel mit der Eisenbahn, mit seiner geliebten Eisenbahn. Ein Verbot! Meine Güte! Und jetzt flippt er komplett aus. Er zeigt sein wahres Gesicht. Denn Miesel ist ihm nicht länger von Nutzen. Und so beginnt er Miesel anzuhauchen. Und nochmal. Und noch einmal. Und während er Miesel anhaucht, beginnt Miesel zu schrumpfen. Er wird immer, immer kleiner, bis er so winzig ist und der böse Basil eine Pinzette nimmt und Miesel auf die Eisenbahnschiene setzt. Und dann geht die Story erstmal richtig, richtig los. Denn auf der Bahnschiene ist die Hölle los. Viele lustige und spannende Abenteuer erwarten Miesel dort oben auf den Gleisen. Was genau da passiert, steht zwischen den Buchdeckeln. Ja, super unterhaltsam. Ich habe es geliebt, ich habe gelacht, mitgefiebert und ich kann es allen Fantasy-Freunden ab 10 Jahren wärmstens empfehlen. Das Buch ist bei Ravensburger erschienen, kostet 6,95 Euro, ist nach wie vor lieferbar und ist der erste Teil, dem noch viele weitere Miesel-Abenteuer folgen. Ich vergebe diesem Buch insgesamt 5 grandiose, spannungsgeladene Leseratten. Ja, das sind jetzt nur 4, weil eine habe ich verschenkt, noch nicht für Ersatz gesorgt. Wir machen heute aus Salzteig neue Leseratten. Aber ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass eine gerade schwanger ist. Also stellt euch vor, das sind 5 Leseratten. Bis zum nächsten Video. Tschüss, macht's gut, eure Leseratte.